Du siehst, welche Taste leuchtet. Ah. Oh. Dann drehe ich hin, wo du. Ja, da kannst du dein Auto zwar wiederbeleben, aber das bringt dir nicht viel. Ja, du kannst es nicht runterschupfen. Scheißdreck. Du lebst nochmal wieder und guck irgendwo hin, wo es auch hin kann. Ups. Ja, gut, sorry. Nochmal. Hallo, rückwärts fahren. Du nimmst ein Kreuz, Jackie auf Eis. Getting tief. So geht das Lied zwar nicht, aber scheiß drauf. Statt einfach rückwärts fährst. Wie kann ich rückwärts fahren? Die ist doch da. Ah. Das ist ein Schwanz. Wo? Den du meinst. Komm, fight me, fight me. Yeah. Was machst du da? Nichts. Ist das was noch drin? Ja, jetzt. Okay, ja. Sieht lustig aus. Okay, ich bin bereit. Ich hab die Grenze ein bisschen hintergesetzt. Ich hoffe, du lachst richtig fett auf deine Skyliner-Spiegel nachher. Beginnt Phasma auch? Mhm, ja, gut. Okay. On guard. Oh! Sieht cool aus, ne? Laufen du schon gleich mal und so. Piu! Du bist ja intelligent. Mann, ich würde klatschen. Und wir auch schon mal hier. Sieht die Aufnahme gut aus? Ja, jetzt geht's gerade. Perfekt. So muss das sein. Das ist der Qualitätscontent auf Neko. Ich meine, Pandemic. Ja, quasi Gram einfach nur. Möchtest du? Ja. Hallo? Du musst den Taster auch schon richtig drücken. Ich glaube nicht, das ist die Taste. Keine Ahnung. Fick dich. Ich will mal den einen Controller. Wenn du schön. Das sieht bestimmt mega weird aus. Geh weg! Ich hab schon mit Sven auch eine Runde VR gespielt. Digga, ich denkst du, ich hab nicht einmal, in den ganzen Runden, die ich VR Phasma gespielt habe, ich nicht einmal den Geist getroffen. Ich konnte mich also noch nicht einmal erschrecken, richtig. Heißt der Geist? Betty Clark. Da sehe ich mich drin. Betty Clark. Kannst du das Mikrofon näher in meine Richtung stellen? Steht schon relativ nah, ich habe das hochgemacht. Ach so. Deswegen habe ich ja gefragt, wird von der Seite aufgenommen oder von der? Aber ich glaube es... Das passt alles Betty so. Betty Clark. Hey. Geil. Gratis Porzellan. Du kannst ja auch. Trink ein. Kann ich aber was kaputt mit dem Trinken? Warte mal kurz, wo ist die? Ist nichts drin, hä? Ist was? Ist nichts drin. Scheiß drauf. Ja. Sag mal. Da. Na. Bist du unfähig? Hallo? Betty Clark, ich hab deinen Pilze gefunden. Ich mach mal ein. Oh, die Skyliner-Figuren. Geil. Ich hab jetzt den Pilze mit. So Müll, Alter. Brauch ich nicht. Schraubenzieher ist der Ware. Das war eine Zange. Das war das gleiche. Ich bin ja Handwerker hier. Das ist mir schon. Warte mal kurz. Ich hoffe, dass du irgendwann richtig fett in den Fernseher reinlatscht. Bitte klar.
Betty Clark, komm mal her, du alte Gammelfotze. Betty Clark, ich werde deine Eltern. Nein, die sind schon tot. Betty Clark? Ist das Betty Clarks Eltern noch leben? Betty Clark! Jetzt ist sie am Arsch, Alter. Betty Clark, Alter, ich mach dich platt, Junge. Komm her. Betty Clark! Junge, hier ist mein Messer, Bruder. Betty Clark? Ich stich dich ab. Ja, ist aber auch hell wie so eine Pistole. Ne? Stehst du auch wieder weg vom Mikrofon. Betty! Genau da ist das Mikrofon. Betty! Mann! Wo ist das Mikrofon? Hier ist die Couch, Alter! Wo ist das Mikrofon? Ja, weiter drehen? Ich würde mich aber in die andere Richtung drehen, andersrum. Also da ist das Mikrofon, genau da, wo du jetzt stehst, ist es vor dir. Betty Clark! Mach her! Via Telekinese! Ich bin ein Telekinese, Alter. Die wird doch sogar die Taste angezeigt. Was drückst du denn alle Tasten? Ich weiß es nicht. Du bist ja arm. Gott, füge dich. Was ist mit diesem Arm? Hast du diesen Arm gesehen? Arm, wusste ich aber die ganze Zeit schon. Sie ist mit diesem Arm. What the fuck? Digga, dieser Arm. Wow. Oh, so, es war das Digga, Kopf. Du hast mir ins Ohr gestochen, genau. Was? Aber wirklich genau. Digga, ich dachte, du machst einen Flutschfinger auf einmal. Ich wollte eigentlich noch gucken, wo du bist. Digga, du hast... Das wollte ich gar nicht. Digga, du hast mir einen Flutschfinger verpasst.